ist ein Hängert, der Walliser Podcast für Frau. Jede Woche mit einem Gast aus der Region. Moderiert vom Godi Supersaxo zu Themen wie Kultur, Gastronomie, Tourismus, Umwelt und Soziales. Ist ein Hängert, der Walliser Podcast. Loset, loset, loset. Willkommen hier zurück bei Ische Hängert. Wir sind jetzt an der zweiten Staffel angelangt. Und mein erster Gast ist der Jean-Mi Brian. Habe ich das richtig gesagt? Ja, genau, Godi. Ja, und schön, dass du da bist, dass du den Weg auf die Arme gefunden hast. Ja, merci für die Einladung und wunderschön, du wohnst ja hier. Also man kann schon sagen, wir werden jetzt das Thema nicht vorwegnehmen, aber es ist wirklich von mir aus ein Lieblingsort, oder? Ja, sehr. Es ist ein Schutzort vom Kanton, die Biela. Es ist wunderschön um und um, viel Natur, viel Kultur, Schwarznasenschaf mit den zugehörigen Bäuern. Und ja, meine Nachbarn sind nicht so 70 Schwarznasenschaf. Sicher? Ja, passend habe ich dazu das Lied geschrieben, der Schwarznasen-Schaf-Mamba. Aber wegen dem sind wir jetzt heute noch nicht hier. Wir sind heute hier, um dich ein bisschen zu kennenlernen. Deine Musik, also Walliser Seemann, wann habe ich das zuerst mal gehört? Ja, ich sehe die 3-4 Jahre. Ah, oh, ich weiss, weil es mir die CD gegeben hat. Ich habe in, genau, jetzt kommt es mir zu, ich habe in der Scintilla gearbeitet und eine Kollegin, die spielt auch Gitarre, die war bei mir in der Küche, die hat mir gesagt, kennst du den Walliser Seemann? Dann habe ich gesagt, nein, dann hat mir die CD gegeben. Dann habe ich das am Auto gehört und bin begeistert gewesen. Und seitdem höre ich das im Rüff und im Rief. Also schön. Hammerschön, ja. Super Musik. Und ganz, ja, es ist... Es ist nicht, man sagt nicht Mainstream, das ist, aber abstrakt ist auch nicht, oder? Ja, ich glaube, auf der neuen Platte hat es ein paar Sachen, die relativ schräg sind. Oder vielleicht auch nicht so süffig. Aber die erste würde ich sagen, die ist wahrscheinlich noch recht süffig. Wie kann das so ein bisschen Chanson Rock? Okay. In die Schiene, Folk, Weltmusik, damals eben noch mit dem Syrer, mit dem Bayer Gasi, ist das natürlich... sehr, sehr weit gegangen vom Soundspektrum, okay. Von den Instrumenten her. Also, eben vom jetzigen Sousaphon da, das Riesending, und daneben die arabische Laute. Und das ist von Anfang an tiptop zusammengegangen. Ja. Und ja, die meisten Fragen und ich, wie bist du zu dem Namen gekommen, Walliser Seemann? Hast du das nicht geschützt, irgendwie, Walliser? Hat da eigentlich jeder... Jetzt bist du ja der Einzige. Jetzt ist er geschützt, oder? Ja. Ich muss natürlich sagen, ich bin ja nicht der Walliser Seemann. Der Walliser Seemann kann ja jeder sein. Also ich glaube, du Gott, du bist ganz sicher ein Walliser Seemann. Weil für mich ein Walliser Seemann sind die Leute, die sehr geankert sind, die sehr einen Bezug haben, jetzt hier zum Beispiel zum Wallis, aber auch in Twitter gehen, sei es durch Lesen, durch Musik, durch Interessen. Es kann auch einer sein, der vielleicht nie aus diesem Tal ist gekommen, der einfach gleich. Er ist einfach ein Walliser Seemann, weil er eben geht, weil er deicht, weil er liest, weil er interessiert ist, fremde Filme schaut, vielleicht nicht gerade nur der Hollywood-Scheiss hat jetzt was gesagt. Und ja, und entstanden ist er wirklich so, ich habe vor der Band ist das Personal gewesen, mit dem Salzmäffli, mit dem Felix Thomas und dem Mangischreni, die aber 7 Jahre unterwegs waren in jeder unglaublichen Situation, von Strasse bis oben, Herr Gampel und alles. Und dann haben wir mit dem aufgekehrt und irgendwie ein halbes Jahr habe ich dann nichts gemacht. Und das ist mir die ganze Zeit, dass die zwei Wörter Walliser Seemann, habe ich die ganze Zeit im Kopf gehabt. Und auf einmal war das wie klar, gewesen, dass das neue Projekt selber Walliser Seemann ist. Es war völlig klar gewesen. Also. Ja, weil du hast ja hier die perfekte Landebahn, wenn der Alpendampfer vorbeikommt, oder? Ja, einmal kommt er von Gondo her, nachher wieder einer von der Bellalpen ab. Immer ein bisschen verschieden.
kannst du da gerade einsteigen und zack, weiter. Der Heine Christoph hat da wunderbare Grafiken gemacht, so also mit Dampfschiffen, die jetzt aus unserem Tal rauskommen und so. Ja. Ich weiß nicht, ob man die so findet noch. Aber ja, der hat ja eh lang frisch so gearbeitet und seine Kunst ist gescheicht. Also, ja. Super. Aber wenn wir beim Thema Kunst sind, jetzt tust du deine beiden Platten hier. Wie wichtig ist denn eigentlich das Cover von so einem... Jetzt haben wir da zwei ganz verschiedene Covers da. Was meinst du, wie... Also weißt du, wenn du eine Flasche Wein einkaufst, du schaust auf die Etikette schauen. Ich denke, bei einer CD, der Name ist natürlich bei dir schon super, weil es der Seemann, das Cover, beide wunderschön. Was sagst du dazu? Zum ja, mir ist das schon noch wichtig. Und mir ist auch wichtig, mit guten Leuten zu arbeiten, mit euch, mit Berufsleuten. Also, aber dann nicht da irgendwie etwas selber basteln, sondern wirklich eben mit guten Grafikern, wie Christoph Heine oder jetzt arbeiten mit der Luisa Hock zusammen, eine von Turin, für die neuen Sachen. Neue Fotografien, einfach, dass man auch da mit Goethe, mit der Weina Fenetz, oder jetzt mit der Tochter von Xavier, von einem Giger, zusammen, so einfach mit Leuten, die... Ja, mir kommt es sehr vor, es ist wie ein Kleinunternehmung. Ich bin wie so ein Kleinbetrieb, wo einfach Leute eure Arbeit gibt. Genau. Oder halt dann ins Studio gehen, oder halt das Mastering halt mit Oli Bösch von Zürich West, der für ihn Sachen gemacht einfach, es ist ein Mikro, wie sieht man das, Mikrobusiness? Ja, das stimmt, du hast. Das, ja, ich gebe schon ein paar Leute, die ich gebe Leute Arbeit ein bisschen. Wo du eben, aber jetzt ist natürlich die andere Frage, du bist der Unternehmer und wie ist das in so einer Band? Du bist der Chef, jetzt wie du gesagt hast, du bist der Unternehmer, du gibst all deine Arbeit, dann tust du deine Bandmitglieder. Das muss ja auch finanziert werden, oder so eine, wenn du jetzt gerade eine neue CD gemacht hast, oder mit dem Orchester, oder das sind doch alles riesige Kosten, die da kommen, nicht? Ja, also, ja, es ist schon ein bisschen so. Also ein guter Unternehmer tut ja die Sachen delegieren, und das kann ich relativ schlecht. Die ganze Arbeit mit der Zusammenarbeit mit der Albener Musik, und nachher will ich das mit einem Ensemble von Colombe Mura zusammen gemacht, hat auch ein Live-Album gemacht daraus. Und schon sehr aufwendige Sachen. Und eben das Geld auftreiben mache ich, dort Tournee organisieren, ich dort Lieder schreiben, ich dort Texte schreiben, und. Aber ja, zum Beispiel jetzt das Arrangieren von den Liedern, einfach das wirklich besser zu machen, das mittlerweile kann ich abgeben. Ja. Da macht sehr viel der Xavier Moyen, jetzt vor allem für neue Scheiben, der er sehr viel, das einfach aufgewertet, mit seinen Instrumenten, mit seinen Ideen. Und einfach viel Arbeit hin ist. Ich habe das Gefühl, es ist so 70% administrativ zu organisieren und 30% kreieren. Ja. Und das ist jetzt. Ja, es ist viel Aufwand. Also, aber man kann halt sehr schöne Sachen daraus kennen. Wie eben das, die Zusammenarbeit mit den Blasmusiken, eben Albine, Colombe, Mura, das ist wunderbare Erfahrungen gewesen. Ja. Also. Jetzt hast du das organisiert. Also wir müssen vielleicht vorher noch mal einen Schritt zurück. Bevor die Musik entsteht, machst du den Text? Also am Anfang ist meistens ein Satz, es kann ein Satz sein oder eine Melodie. Meistens ein Satz, eine Aussage, wie zum Beispiel auf dem Lied «Grain du Sable», dort einmal meine Buben, die in Amerika waren, in meiner Kennung gesagt, «Papa, wie viele Sandkerner gibt es auf der Welt?» Und ja, du bist einfach da mit so einem Satz. Ich habe mir nicht antworten. So. Ich habe es noch nie gezählt. Aber das hat natürlich nachher, das hat mich beschäftigt und so der Satz. Und ich bin dann nachher wie so drauf gekommen, dass ich mit dem zu tun habe, dass sie mir irgendetwas erzählen. Und es wird sehr viel in der Politik und so weiter. Hat sehr viel, was Sachen erzählen, die euch viel leiden.
Oder wo vor allem Leigen ist ja nicht so schlimm. Ich finde, das macht jeder. Liebe Kinder, wenn ihr zuhört, Leigen tun alle. Ja, es gibt nicht Notlugi oder. Ja, genau. Es gibt ja verschiedene Kategorien von Leigen, oder? Liebe, genau. Und so. Ja. Aber was mich sehr stört, also die Leute, die sagen, das ist die Wahrheit. Ich weiß, ja, wie es ist. Ja. Jetzt gerade in der ganzen Corona-Zeit, die wir hatten, ich kann mich besinnen, das hat mich zum Beispiel aufgeregt, wenn mir Leute haben gesagt, das ist so und so, mhm, oder das ist so und so. Ja. Also von beiden Lagern, die da so irgendwie komisch entstanden sind. Wenn jemand mir sagt, ja, das ist ja so, dann habe ich schon ein Problem. Ja. Ja. Gut, was, ich glaube, dass die Wände Kugel ist, das sind sich die meisten Leute, wenn die Summe behaupten, dass sie jetzt eine Scheibe. Da ist natürlich, es gibt ja schon Grenzen, aber ich glaube, es sollte wahr sein. Alles nehmen wir streiten, immer auf, oder? Stellen, aber ja, und in diesem Song geht es halt, hat sich das so weiterentwickelt in meinem Kopf und hat dann nachher einfach den Song gegeben, der nachher ein Hänger ist zwischen Papa und seinem Bub. Mhm. Bub hat ganz viele Fragen, der ist naive Fragen, was ist für Wetter vorne, aber auch Fragen wie, kommt, wenn ich jetzt lege, komme ich in die Hölle. Ja. Und all die Fragen, die das Kind so hat. Und das Lied halt gegeben. Was noch in einer Zusammenarbeit gefruchtet hat mit einer, ich habe schon lange mit der Chantal Glacier von Fluff Congo zusammen das Lied machen. Weil wir früher noch mit ihnen viel Musik gemacht, mit Personal. Und das haben wir dann noch zusammen das Lied dort gemacht. Also. Dann wissen wir ungefähr, wie aber du schaffst. Der Titel, wie wichtig ist der Titel vom Lied? Jetzt ein, was mir sehr gut gefällt, ist der Moselti. Das Lied hat einen super Start. Und da habe ich immer gedacht, weißt, ich bin einer, wenn ich heute kannst, auf dem Spotify, kannst du alles hören. Und die ersten Sekunden haben mich ausschlaggegeben zum Teil, ob ich das Lied weiterhören oder nicht. Also bei mir geht das sehr. Ich spüre schon am Anfang, weil das packt mich. Oder, nein, das ist jetzt nichts. Bei Moselti, das ist ja so ein Lied, das, also der Text ist lustig, Moselti, das ist also ein super Text. Und das hat mich von Anfang an mega gepackt. Was meinst du, wie wichtig der Anfang ist vom Lied? Das habe ich nie so überlegt, aber wir sagen, in einer Band sagen wir immer, der Anfang und der Schluss müssen stimmen. Der Rest ist gleich. Und das habe ich nie überlegt, aber das stimmt. Der Moselti ist ja badam, bi-d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 i. Aber gerade wirklich zack, drei schöne Melodie. Ja. Ich glaube, es ist schon wichtig. Also, es gibt, glaube ich, von der Kreation ganz viele verschiedene Arten. Man kann ein Lied langsam reinkommen, man kann reingehen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weiss, was man will, irgendwie. Und sagt, was, ich sage immer, was verlangt das Lied? Was für eine Gitarre? Wird es jetzt eine verzerrte Gitarre, eine rockige Gitarre, eine akustische? Braucht das Drive? Braucht das in Ruhe? Und so weiter. Und ich glaube, die Kunst ist sicher auch, dass man unserem Lied, unserer Grundidee, das macht, was noch im Text drin ist und so weiter. Apropos ist da, der Text ist da entstanden. Ich habe ganz einen lieben Freund gehabt, der leider gestorben ist vor 3 Jahren. Und wir sind auch mal mit den Instrumenten, sind wieder am Brief auf Sardinien mit ein paar Kollegen und haben da irgendwie Musik gemacht und lustig. Und da sind so viele Sprüche gefallen, die nachher ganz viel nachher in die Platte, in die erste, also drin geflossen sind. Und eins davon ist eben, er hat immer gesagt, der Herr muss älter. Ja. Er hat immer gesagt, ja, wir sollten doch mal wieder über das Proben. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt ist wieder der Herr muss älter. Das ist natürlich da, weil wenn jemand geht, das lebt weiter. Es ist aus seinem Abschied, ist eigentlich auch eine Band entstanden, weil wir zusammen mit anderen Musikern früher zusammen gespielt und durch seinen Abschied haben wir einander wieder getroffen, einzelne und haben zusammen wieder Musik anfangen machen. Ja, so, ja, so Sachen sind natürlich sehr prägend, so Abschied. Aber wir haben eben einen und einen anderen von den Schmutzgüglern, die innerhalb einem Jahr sind gestorben. Und was natürlich auch gerade in den Liedern extrem Einfluss genommen. Ja. So,
Es sind jetzt vor allem zwei Lieder, die um Trauer gehen, um Abschliessen, um Abschied nehmen. So weiter. Die natürlich eben entsprechend auch von den Instrumenten und so, eben das Harmonium in einem. War halt auch, ja, wenn man wirklich so probiert, das Gefühl auszudrücken, was da passiert ist, mit einem tut und macht. Also. Also natürlich Sachen, die man in der Musik sehr gut kann verarbeiten kann, finde ich. Und es prägt natürlich schon so einen Moment, oder? Ja, aber mit der Musik verarbeiten, oftmals, eben wenn man halt die Musik zusammen gemacht hat, ist natürlich die Musik auch das, was bleibt. Ich habe so, ich weiß auch nicht, ob es den Himmel gibt und so. Oder das Paradies oder die Hölle, bin ich nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Ja, das wissen wir nicht. Das ist so gewesen genau. Dafür, ob jetzt am Paradies zu arbeiten, für was? Das hier ist genau, ja. Das was hier ist, jetzt das Beste daraus machen. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Das weiß ich nicht. Aber was ich das Gefühl habe, wenn jetzt zum Beispiel jemand Musik macht, der hat ja irgendwann mal einen Ton, aber wenn du jetzt mit Malporen etwas spielst, das bewegt ja Luft. Das tut etwas in Bewegung und das bewegt wieder etwas. Und ich habe mir so vorstellen, das kann nachher unendlich gehen, das bewegt wieder etwas. Und dann habe ich das Gefühl, wenn jemand stirbt, es kann Musik sein, es kann den sein, was er gemacht hat, aber es kann auch etwas, was er gemacht hat, kreiert hat, verändert hat. Das ist für mich eine Welle, das sind für mich Energie, das ist Physik, das ist Musik. Und da lebt jemand weiter, da glaube ich ganz fest dran. Und vielleicht ist der gleich noch da, durch das. Das ist schwierig, das ist jetzt sehr philosophisch. Die Musik ist schon so, ich habe von Billy Joel ein Schlaflied, Lullaby, ich habe eins, wo eine verschiedene Tochter singt. Mm. Und er singt in dem Lied quasi, wenn seine Tochter das nachher ihrem Kind weiter singt, dann geht das über Generationen weiter und quasi ein Lied überlebt ist. Die Musik für uns bleibt ja, oder? Ja. Gleich auch wie wenn mein Papa die noch Kassette gemacht hat, oder? Die Lieder haben wir heute, oder? Und er ist nicht mehr da, aber seine Lieder sind geblieben, oder? Und das ist natürlich schon spannend, oder? Ja. Das ist, glaube ich, nein, aber ich habe das Gefühl, es geht sogar noch weiter. Also, dass man das drauf tut und die Freude hat daran. Das ist ganz wertvoll. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass es das euch. Wenn sie noch da sind, ist irgendetwas passiert. Ja. Auch mit ihr oder so. Die Leute, die wir treffen, denke ich, ja, verändern die ist. Lernt Eindruck im Guten, im Schlechten natürlich. Das gibt es auch. Und da habe ich das Gefühl, da fließt das Leben und Sterben irgendwie. Da wird das, glaube ich, irgendwie ein bisschen flüssig. Also, ich glaube auch nicht, dass das Sterben einfach Sterben ist und weg. Und es hat vor dem Sterben und nach dem Sterben, ich habe das Gefühl, dass da Sachen irgendwo euch ineinander reinfliessen oder so. Wie ja, auch immer. Zu einem Liedtext, gell? Da sind ja Riesospring. Nein, wenn jetzt da quasi... So wie die Autobahn vom Wallis, die macht ja auch Riesospring, gell? Da Weihnacht, das komme ich fast nicht mehr mit, das geht so schnell. Da gibt es noch einen dummen Witz. Da unten, wie heisst das da, wo der Investor kommt von da unten nach Dubai? Ja, ja. Da hast du doch, da hast du ja alles mega schnell gebaut. Und nachher, das ist ja mega schnell gebaut unten. Und wenn hier schaust, wie das vorwärts geht, gell? Dann hast du gesagt, dann holen wir da unten die Leute und dann sollen die Autobahn mal fertig machen. Ja. Und nachher hast du dann angelegt oder bist du gekommen, dann hast du gesagt, also rendieren nicht, wechseln wir halben Tag extra, um Ruf zu kommen. Das ist jetzt einfach zur Autobahn. Ich kann immer wenn ich in einem Konzert sage, wenn wir bei den Grüezen sind, sage ich, wir haben die längste Autobahn der Welt. Dann schauen wir schon mal, gell? Und ja, was ist die Bauzeit da? Aber dann merken wir, das ist ganz gut. Gell? Kannst du das nächste Mal live bringen? Bevor das Autobahnlied singst. Ivan Jeitz, was Susafon macht,
Der hat ja hier einen Tunnel gebaut, okay. Der Gotthard, mhm. Und der Neat war immer da drin, gewesen, Bauleiter, und als Ingenieur. Und dann haben wir sie uns über am Sinieren. Wenn er die Autobahn baut, wäre wahrscheinlich auch die schon ein Stück weiter. Ja, langsamer kannst du es nicht machen. Also, ich komme da nicht raus, aber... Ich sage eben immer auf der Bühne, es gibt eine grosse Ungerechtigkeit im Wallis, weil der Xavier und der Fabrice, Xavier ist ein Multiinstrumentalist und Fabrice ist ein Schlagzeuger, die haben eine Autobahn, ja. Und sie jetzt und ich habe keine. Das ist ja so. Und dann wird der Xavier immer, ja, aber ich habe kein Auto. Aber zu den Spring und deinen Liedern. Ich als Gründer von einer Verzettelungsagentur und du mit deinen springenden Text, das hat etwas gemeinsam. Also, da diskutierst du, singst du in einem Lied von einem Schwarzen, der erschossen wird, und nachher redest du von einem im gleichen Lied, der sich beim Yasso aufregt. Der ist das gleiche Lied, ist euer Liebeslied. Am Schluss ist es Liebe, oder? Jetzt ist die Frage, ist es ein Liebeslied oder singst du über die Liebe? Also es ist das erste zertifizierte Liebeslied, also von meiner Freude zertifiziert von der Rita. Die hat mir immer gesagt, ich könnte schon mal ein Liebeslied schreiben und so. Ich habe das Gefühl, ich habe schon mal Liebeslieder in einer Art geschrieben, wo viel ja, wo Liebe drin ist und so. Aber jetzt hier, das ist das zum Glück, was so ein wunderbares Video gibt mit Jennifer Skolowski. Und das hat sie gesagt, das ist jetzt ein Liebeslied. Ja. Also es ist, glaube ich, definitiv ein Liebeslied. Aber es ist wirklich halt ein bisschen so, mein Ding ist halt immer so ein bisschen eben Verzettelung. Eben in die Witte schauen, ja. 30 Jahre Tiananmen, der Wald in Kalifornien brennt, einer, der ein Elektroauto durchdreht, einer, der sich beim Yasso aufregt, und das nachher so aufregend. Also Katastrophe. Ja, ja. Also wenn ich bin ja nicht so ein Jasser, aber wenn du einem Jasser zuschaust, der verliert, ja. Ist ja das Teil des Weltuntergangs. Schlimmste, also, was das passiert. Ja. Also ich meine, Syrienkrieg, weißt du, ist der nicht so schlimm, oder? Ist der Teil gerade nicht wichtig. Ja. Und ja, das reizt mich heute. Das ist halt in dem Walliser Seema drin. Der Walliser eben hier, der Seema, die Witte. Und lustigerweise ist ja auch, wir Walliser haben ja die Sterne im Wappen. Ja. Und das ist ja eher Witte und so, obwohl wir hier so ein bisschen mehr am Boden schauen. Stimmt. Auf unseren Boden, so raumplanungsmässig, nicht was wäre da oben noch. Und der Seema, der ja eher in die Witte schaut und Sterne anschaut und so, der hat ja den lustigerweise den Anker als Symbol, was er wieder erinnert. Ja, oder also, hat, oder? Die ganzen Gegensätze, die ganzen Kontraste und so. Und ich mache die recht unbewusst. Also, eben wenn du jetzt mir das erzählst, oder mit den noch viel Leuten sagen, was meinst du mit diesem Satz, oder was hast du da wollen sagen mit diesem Song? Und dann muss ich immer gerade mit dem Kopf, das Hirn durchlüften und sagen, aha, das habe ich gesungen. Weil halt die Songs, die entstehen und die gehen relativ schnell. Und die sind die einfach so, wie sie sind. Und klar, wenn ich singe, probiere ich das zu singen, was ich erzähle. Aber gleich, also ich weiß nicht immer. Also es ist interessant, einfach von anderen Leuten zu hören, was die Lieder in ihnen bewegen oder so. Ja. Dann wollen wir mal so, wir haben ja unsere Standardfrage hier bei Ise Hengert. Ohne Zerstreuung. Ohne Zerstreuung. Gehen wir jetzt sehr diszipliniert eins nach dem anderen durch, gell? Wie wir gelehrt haben. Also, wie wir es gelehrt haben. Oder wir können neue. Nein, wenn wir eins auslaufen, vergessen wir es nachher. Das kommt nicht gut. Ich habe dir etwas Lustiges mitgebracht. Ein Fanda von Gaffenbeck. Dann ein bisschen Risotto und ein bisschen von meinen Kräutern hier im Lärchenholz. Da kannst du eigentlich mit diesen drei Zutaten, du als passionierter Koch, kannst du da schon etwas mit drei Sachen, ich sage immer drei Zutaten, bringen. Ja,
Die tue ich jetzt auf die Seite an meinem nächsten Geburtstag, kannst du den Däumen. Und mich das gar nicht. Kannst du auch kochen. Ist gut, ja, wenn du ein bisschen Musik machst, komme ich gerne kochen. Genau. Ja. Dann komme ich gerne. Da wünsche ich dir viel lustige Moment. Ja. Und, das ist ja an diesem Fanbegehen so schön. Habe ich da vor Jahren eine Zusammenarbeit gemacht mit internationalen Graffiti-Künstlern. Und da eben euch wieder, also ja, wie ich könnte jetzt irgendetwas machen, aber jetzt da einfach zu sagen, jetzt sind wir einfach da von allen Ecken von der Welt, Graffiti-Künstler holen, frische Etiketten, finde ich euch sehr eine super, super Aktion, ja, ja, wirklich. Ja. Ich hoffe, das kommt einmal wieder zustande, weil es sind viele, die nachfragen, und wenn eben Kunst und Wein wieder kombiniert wird, weil gell, es hat so viele Kellerien mal ist und da musst du halt jeder Musik gehen, du musst ein bisschen etwas Spezielles machen, gell? Ja. Der Teufel ist gestorben, hat jetzt jeden angesungen, habe ich das Gefühl, oder? Da musst du wirklich immer wieder neu entwickeln und neue Wege gehen. Jetzt wenn wir beim Thema Wein sind, welches ist denn dein Lieblings-Walliser Wein? Also ich trinke da gerade einen von der Joderkeller. Darf ich nicht so neutral, Michael Hock ist ein guter Freund, der Kellermeister. Aber das ist ein Vitis, ein Gewürztraminer. Mhm. Also da auch wieder, ich finde, das sieht man ja ganz selten, Gewürztraminer. Das ist ja wie im Elsass oder so. Und Ski macht einen Gewürztraminer, das habe ich lange nicht gewusst. Und ja, wir kann blöd sagen, schlecht ist... Das verjagt dir die Schnur an. Das ist doch schön. Nee, ich finde es einfach sehr erdig und trotzdem eben die ganze Welt irgendwo drin. Da fragt mich irgendwas Litschi und weiß nicht was. Ja, einfach sehr überraschend, wenn ich den jetzt erstmal ins Müll genommen habe. Und das habe ich halt gern. Das ist so wirklich so Wumm macht und Ding. Und ich, was ich euch gerne habe, sind halt so Südfrankreich. Ja. Also. Weil ja in das Innere eben einfach sind, aber auch sehr interessant. Und weil ich halt viel da am Brigade oder letztes Jahr bin ich auch mit dem Velo hier den ganzen Rotten bis auf Saint-Marie-de-la-Mer in Camargue da gegangen. Das war lange ein Traum von mir. Und letztes Jahr habe ich das endlich gemacht. Und so. Und ja, ich finde, ja, aber halt durch Müttersprache, wenn es genau, ist, Mama, wo wegkommt. Und ja, das ist mir ja... Ja, das ist mir... Also ich verstehe, dass Stefan Eicher da viel unterreicht. Ja, das stimmt, ja. Sag mir mal so. Ja, ja. Im Gegensatz zu dir ist ja der Stefan Eicher der Locini-Text an der Schreiber. Das ist ja ein Schriftsteller, der das macht, oder? Finde ich, ein bisschen schade, wenn man so Sachen dann nachher... Es ist irgendwas wie so wie Illusionen, wo kaputt gehen, oder wenn man denkt, das sind ja gar nicht schöne Texte, oder? Es hat ja mit dem, ich höre viel Herbert Grönemeyer, und wenn man sieht, was das in seinem Leben gemacht hat, schöne Texte, wenn jetzt irgendjemand käme, kann sagen, der hat das nicht selber geschrieben, das ist ja nicht mehr authentisch, also wie sollte er sagen? Ich glaube, China hat jetzt auch ein paar gehabt, wo verschiedene Texte hat geschrieben. Ja, die Zeitsachen, das beschäftigt mich aber im Moment auch gerade, weil ich euch einen Auftrag bekomme, wenigstens ein Song oder vielleicht sind es drei mehr zu schreiben für jemanden, den man kennt, aber das ist noch nicht spruchreif. Und ich habe es jetzt nur immer für mich geschrieben und das tut mich jetzt halt recht daraus ausbringen, ist ein gewisser Druck. Und da haben wir eben auch gesehen, an euch, Stefan Eicher gedacht, der ja Ladler schreiben. Ich finde es beides, also ich finde es so interessant, dass er halt, glaube ich, sind wir von Anfang an, oder? Gut, gewisse Sachen für ihn hat er wahrscheinlich selber geschrieben. Aber ja, dass wir wie halt das zusammen schaffen. Sagt, der kann gut schreiben, ich arbeite warum mit dem zusammen. Warum nicht, oder? Also eben, wenn ich jetzt mit dem Xavi angefangen habe, muss ich sagen, ich bin immer sehr stur gewesen. Ich habe immer Ideen gehabt, wie die Songs entstehen und so. Und jetzt mit über 50 habe ich mich überwunden und sagen, nein, jetzt schaffe ich mit dem zusammen für die Songs zu machen. Und das ist eben auch lustig, die Person, die mir den Auftrag gegeben hat, hat er euch gesagt, ja, ich mache das gerne, also das ist näher für mich. Aber ich will, dass du einen für mich schreibst. Okay, super. Und sie hat, glaube ich, nie wirklich das zusammengeschafft mit anderen, aber sie hat nie eigene Songs geschrieben. Okay. Und ja, mir ist wichtig, dass es einen Wien-Austausch gibt. Oder ich schicke ihr jetzt
Lieder anfange. Ich fange mal an zu schreiben. Ja. Und will wie das Ski weiterschreibt. Oder jetzt habe ich gerade einen Wintersong angefangen. Ich gehe viel jetzt laufen, gehe Türen. Ja. Und dann kommen mir die Songideen im Laufen. Und dort, dass es ein Winterlied gegeben hat, das ist das erste Mal, als wirklich geschnitten hat, das ja. Winter. Und dann habe ich nachher ihr geschrieben und dann gesagt, sag, was ist für dich Winter? Und dann lasse ich mich halt von dem inspirieren. Ja. Ich will wie nicht jetzt, ich einfach die fix fertig Songs schreibe und dann, ich bin ganz toll und, und nehme die Songs. Sondern, dass das wie ist ihr an uns, mit, mit ihr suchen, was sind deine Ideen, was sind deine Kreativität? Ideen für Songs und so, dass wir wie so ein, und mittlerweile kommt dann noch eine dritte Person dazu, die auch relativ bekannt unterwegs ist, wo wir das jetzt eben zu dritt wollen, die auf die Suche gehen, was ist das Lied, was macht das Lied uns, was für Arten von Liedern gibt es und so. Und das ist wunderschön, schön, so eine Interaktion. Ja, ja, das ist, ich glaube, in einem Jahr wird das konkreter. Ja. So, ja. Cool. Aber, ja. Ich finde, das Schönste ist, Lieder kreieren, eben schreiben und natürlich auf die Bühne gehen, kann ich auch sehr gerne. Also, weil das du, teilen. Also. Ich habe in einem Interview im Fernsehen gesehen, du hast gesagt, also deine Frau hat gesagt, du siehst am erträglichsten, wenn aber am Schreiben siehst, oder? Oder es war ein zweimal gesehen. Ja, das ist ein Schweizer Fernsehen, nicht da. Glaube, ja, es geht noch weiter. Es ist Mal, mir auch immer gesagt, könntest du nicht so sein wie auf der Bühne. Ja, das wäre ja. Weil auf der Bühne bin ich immer sehr glücklich und befreit und, und positiv. Und hier daheim bin ich halt schon sehr, der mühsame Papa oder der Mann, der Partner, was ihr heisst und so, ja. Du kannst ja mit ihr einen Deal machen. Du kannst sagen, ich bin immer so wie auf der Bühne, wenn du immer applaudierst. Ach, das ist schön. Dann ist ja okay, oder? Genau. Wenn du immer tanzt und so bist als Fan, oder? Genau. Wenn du immer mein Fan bist, bin ich immer... Ja, das ist ja eh Beziehung. Beziehung ist ja immer das Gedeil. Genau. Ich glaube, Freundschaft, da habe ich jetzt das Gefühl, Kollegen, Freundschaften, habe ich oft das Gefühl, das ist einfach. Das kann sehr komische Leute sein, aber das ist einfach. Aber jetzt Partnerschaft, eine Ehe, habe ich jetzt eh nicht das Gefühl, müssen wir dealen. Ist ein Deal. Ist ein recht Deal. Und vor allem ist es seit Jahren so, und ich glaube, darum sind wir auch noch zusammen. Weil wir immer zum Dealen und einander fordern. Vor allem einander sehr machen. Also seit Jahren gegen, da habe ich irgendwie 60 Konzerte im Jahr gehabt. Damals mit Personal. Und dann hat sie mich machen. Dann hat sie mich geschickt. Und gesagt, sie mit ihrem Arbeiten, sie arbeitet viel um Gesundheit, Praxis, Sachen. Und ich kreiere jetzt, sie viele Sachen kreieren und so. Und da pushe ich sie. Also wir pushen an, es ist wie beides. Wir pushen an dem, was wir machen. Wir kritisieren an euch. Aber wir suchen immer wieder so Zeit zusammen. Super. Also, ja, das ist die Leute wichtig, dass man einander wieder anschauen kann und sagen, wow, das ist ja die Freude, wenn ich da vor 20 Jahren geheiratet habe. Wow, das ist ein cooler Socke. 20 Jahre hätte ich einen coolen Socke. Ja, genau. Ja, weil man ist ja eigentlich der Tag, wo man sich kennengelernt hat, der ist jetzt schon 20 Jahre, 20 Jahre drüber. Ja, wir haben im Open Air für zusammenkommen. Es gibt ja immer alles in zwei Möglichkeiten. Open Air und Fasnacht. Ich weiß nicht, ob es ein anderer beim Wurst. Die Genussmeile vielleicht. Ja, genau. Ja, beim Wurst. Und mal im noch im alten Jahr 1000, weil im 1999. Ja. Ja, gleich wie ich. Ja. Ja. Warum? Ah, ja. Wie lange haben wir recht noch? Genau. Wir sehen jetzt noch nicht mehr zu wechseln. Ein ganz Jahresbrief. Ja. Ja, jetzt so. Abenteuer. Der Wein haben wir besprochen. Dein Lieblingswalliser Wort? Ha. Hey, da haben wir nicht vor lange, aber darüber sind wir dann mal. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Ja, mal mit der Fahrer. Ja, vielleicht kommt es mir auf das Mal.
der Lieblingswalliser Ort? Albine, seht ihr gerade spontan. Ja. Mhm. Ich finde, dass es. Soll ich es kombinieren? Ja, wir machen nicht das ein blödes Ja-Nein-Interview, gell? Nein, du kannst. Ja, nein, ich finde, dass es. Wenn du durch die Gasse gehst, das ist heimlich. Und ich finde euch von der Litär scheissüchend. Sollt ihr nicht probieren, irgendetwas festzuhalten und zurückzuhalten und schauen, dass alles so bleibt. Was ist, weil das viele halt gleich hier machen, dann ist im schönen Tal. Sondern scheissüchend nach Möglichkeiten, nach Lesungen, was könnten wir machen, die Leute ins Dorf zu bringen. Ja, mit dem auch Erfolg gehabt. Das sind ja sicher, glaube ich, 5 oder 6 Familienzüge gezogen mit ihren komischen Gelden. Wir haben nachher mit dem Wallisersee noch das Problem gehabt. Weil da ja Salbin immer wieder erscheint, haben die Inder und so geschrieben oder angelegt. Ja, nein, sie sind auf der Suche und sie wollen das Dorf wachsen und verschönern und Ding. Und ich bin halt viel als Kind da gewesen. Ich habe auf dem alten Skilift noch gelernt Ski fahren. Ich finde es, ja, das ist mir sehr tief drin. Ja. Ja. Er ist wunderschön, also Albin ist. Und eben das Musikprojekt, das er mit der Musik gemacht hat. Und Glitter. Ja. Zehnmal ist da euch wahrscheinlich, weil es einfach kleiner ist, enger oder intensiver, als wenn du nachher grössere Erde gehst, oder? Mhm. Ich habe das Gefühl, ja. Ja, ja. Ja, erzähl mir, kulinarisch, du hast für mich super fein gekocht, Rande, Orangensalat, nachher feine Spätzle haben wir zum Mittag gekocht. Mit dem eigenen Speck. Eigenen Speck, die Band. Die dir zusammen, was ist denn dein Lieblingswalliser Gericht? Salgäscher Spaghetti. Salgäscher Spaghetti, das ist die, die du Wein kochen. Genau, cool. Genau. Mit Fleisch, Zwiebeln, Ding. Nachher einfach Bratpfanne. Ja. Und nachher einfach ein bisschen Gewürz und Spaghetti in die Bratpfanne drin lecken. Und nachher eine Flasche von da drüber. Ja. Und nachher ziehen. Und kannst du das sagen? Gibt es das so in einem Restaurant? Oder? Ich weiss nicht mal, meine Gatti hat eine Salgäscherin, der Gatti Romi, wo uns sehr viel dazu beigetragen hat, zu dem Lied 39 Sturne Wärter, wo wir mal zusammen sind gucken. Und er hat ganz viel Wärter gebrungen für Klaffen. Und dann haben wir das weitergeführt mit meinem Stepfrolf. Und mittlerweile sind wir irgendwie auf 60 Wärter. Freie Zustand. Ja, und er hat mir das einmal gemacht. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wie es bekannt ist. Mhm. Aber es ist, glaube ich, ein weltweites Ding, weil es ist einmal Delia Namhard, ist eine Gleiserin in New York, ist eine Jazzerin, ist einmal bei mir auf der Torrendalp gewesen, mit dem James, das, mit ihrem Partner. Und da habe ich dann Salgäscher Spaghetti gemacht. Dann hat der James gemeint, we call this drunken spaghetti. Drunken Spaghetti. Also das kennst du jetzt nicht. Ja, ja, ja. Also, wahrscheinlich macht es sich mit Rotem, oder ich weiß nicht. Wäre es. Ja, das wird der Ziel. Aber ja, sehr, es geht immer. Sehr einfach, sehr effizient. Also ich glaube, dass die Walliser-Variante ein bisschen leichter ist. Weil wenn die einen so einen schweren Schirr annehmen. Ah ja, das ist ein kalifornischer. Wow, dann hast du die Zinti. Ja, Zinti, Glaffni, Knelli. Schnurrakaffee. Durrunde. Durrunde. Leid am Stein. Leid am Stein. Dann kommen wir, aber das ist ein guter Übergang zum Drinking Song. Mhm. Was ist dein Lied, wo du... am meisten Alkohol drin ist. Ja, wo du... Also es gibt ja Red Wine, Pullover, es gibt... Weisst du, jetzt trinke ich seit einem Monat kein Alkohol, gell? Und die Lieder laufen mir alle an. Mhm. Die Alkohollieder. Herbert Grönemeyer, Alkohol. Ja, Alkohol. Aha. Also. Ja, ich denke gerade hin. Also Rumpelstilz hat ja rote Wiener oder halt... der ist wahrscheinlich nicht vom Pullover, aber der war interpretiert, ce soir je bois. Ja, ja, genau. Ce soir je bois, je bois, je bois. Ja, das ist ein schönes Lied, ja. Ja, das finde ich sehr, da geben wir gerade die Grime. Und wie der Lars immer sagt, bei guter Musik müssen wir die Grime. Das ist nicht gute Musik. Der Lars Henning ist alt, Karl-Heinz Rühling und die Tornados Mitstreiter.
Und jetzt sind wir wieder an Bord mit einer anderen Band. Ja. Wenn wir gerade beim Thema Alkohol sind, schreibst du deinen Text nüchtern oder hast du ein Glas Wein daneben? Also wenn ich es nüchtern, es ist sehr oft beim Laufen. Aber jetzt gerade im Winter irgendwie nehme ich ein Splitboard, gehe los, ein Berg im Rüff, Rotwald, Rosswald, wo immer. Und dann kommt das. Und merkst du am Morgen früh oder auch im Sommer laufen. Aber ich hatte schon ein Erlebnis, wenn wir im Werkhof das Brick gespielt, im Adventskalender, in diesem wunderbaren Anlass. Und dann sind wir nachher noch in die Mozza. Und dann stehst du in Daniela Kämpfe, da ist ja die Büchhändlerin von früher da gewesen. Dann sind wir gottlos versumpft. Sicher. Ja, schön. Und ich bin einmal nachher auf die Arme gelaufen noch. Es hat dann noch geklappt. Ich hatte dann auch auf das Gefühl, ich sei Jack Sparrow. Das war ziemlich eisig. Und dann so was tanzen. Ich bin nicht nieder. Also es ist wirklich nicht im Rahmen gewesen. Ja. Aber die Nacht bin ich zweimal erwacht, weil ich eine Melodie im Kopf hatte. Und haben immer einen Brief in den Oberstock, das Nattel nehmen, die singen. Dann bin ich wieder liegen. Dann zwei Stunden später bin ich wieder erwacht. Wieder so eine Melodie gefunden, die darfst du jetzt nicht verlieren. Genau. Das ist ja immer das Ding. Die Melodie. Und, also das ist, glaube ich, die beste Funktion, also meine Lieblingsfunktion vom Smartphone. Einfach das Dicht davon, das Aufnehmen. Ja. Und ja, nachher ich das Wochen später erst einmal gelesen, das ist wirklich cool. Und da bin ich jetzt auch böse Songs draus am machen. Aber normalerweise ist nicht. Nicht, genau. Weil es ist schon so, wenn du, ich bin immer mit den Händen am Laufen, wie du euch, und dann bist du am Laufen, und es kommen dir unheimlich viele Ideen. Mhm. Ich habe so das letzte Mal so zwei Schneehäufe gesehen. Und nachher, habe ich schon gesehen, wie die zwei miteinander kommunizieren. Aha. Eins sagt dem anderen, hey, wenn heiraten wir den jetzt. Und der andere meint, ab am Frühling, ist nur romantisch. Weißt du, und dann bist du am Laufen, und das Schlimmste ist, dann kommen dir die Idee. Und Gott sei Dank, wie du siehst, wie das Handy, oder wir können eine Sprachnotiz machen oder so. Mhm. Ey, wenn du das nicht sofort ausschreibst, schießt mir sie leid an, wenn ich eine Idee habe. Wo dann nachher irgendwas wie weg sind. Aber die meisten Ideen kommen und dann gleich nochmal, habe ich so das Gefühl. Ja. So, wenn es eine gute Idee ist, die kommt schon nochmal. Irgendwas wie vielleicht später oder schwierig. Ja, jetzt kommen wir gerade zu ein Walliser Wort, das ich sehr gerne habe. Ja, ich habe gerade zu Weihnachten die neuen Bücher, Dialektbücher vom Marius Gericht in Geschichte verkommen. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt, was mir ganz sicher, was mir recht gut gefällt, ist Sophie Wohl. Fivol. Fivol. Also, ja, weil es ist ja so zweideutig. Weißt du, es ist ja nicht, ja. Es ist eher so, ja, wenn du meinst, oder ja, du hast auch nicht und so. Du hast auch ja, ja, genau. Fivol. Ja. Moll. Aber Fivol. Ja. Ich sage nicht mehr so. Wie man es betont, ja, gell? Fivol. Aber sie sagen viel Fivol Bonjour, oder nicht? Sagst du das nicht euch? Fivol Bonjour. Aber das ist natürlich also, je nach Wolternabe, oder? Ja, das ist ja auch mit den Gestornenwärter ist ja das ganz lustig, dass wirklich jeder Ort hat so seine... Ja. Anders, genau, ja. Voralben, dann haben zum Beispiel ein Tango. Das hat immer der Papa hat das so gesagt. Das kennst du jetzt hier in Brieg überhaupt nicht. Gell? Und da gibt es ganz viele Brämte und Regensäure. Wir sagen Zickensäure und Schläge sagen Schrägensäure. Okay. Ja. Mit Trübelsorten drauf. Was, wie reich das unsere Sprache ist. Ja, wir haben auch 60 Wörter für Schnee und wir haben 60 Wörter für Laufen. Das ist brutal. Ja, schön. Ja, alles. Ja. Fivol. Fivol. Hast du ein Engagement? Ich habe zwei Sachen bei uns am Hänger. Das ist immer Engagement Umweltschutz, Engagement Soziales. Fivol. Fivol. Fivol Umweltschutz. Gut, Soziales ist natürlich mein Beruf. Ja, klar. Ja, als Schülersozialarbeiter. Was da wunderschön ist, ich habe immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und die nehmen einfach die Welt auf und man versteht vieles viel mehr, wenn man auf Schiebitz loset. Privat habe ich halt auch noch im Kaffee Zuckerpuppe, in dem Inklusionskaffee, wo wir immer zwei Leute die ausbilden, zwei Erwachsene, die doch eine Ausbildung machen, die eine Einschränkung haben. Und da helfe ich mithelfen, die wir unter anderem eine kleine Kulturanlässe machen. Und
Ja, das sind so die Sachen. Oder halt, wenn sich etwas ergibt. Wir haben damals, wir haben ja der Baher Gazi, der war ein Syrer gewesen, wir in der Band, keine erste Formation von Wallis-Sema. Und da ist der Syrerkrieg gerade losgegangen, etwas vorher. Und dann haben wir auch im Perro 1, eben dem Hans Rüedi und ein paar anderen zusammen, eben das Benefiz-Konzert gemacht. Eben so. Also ich bin Fan von Sachen, was ihn gibt. Aber wie jetzt da, der Fragstil, aber das Hans Rüedi und der DJ Gigs und die machen da mit, ja, machen wir. Also machen wir es. Nicht Super, lang. genau. Es kann Arbeit geben, aber es muss reingehen. Also, was ist die Frage jetzt noch Aber das gewesen? Ja, Engagement im genau. Sozial, es ist gerade, wenn Ja. du als Sozialarbeiter den ganzen Tag unterwegs bist, einer hat einmal gesagt, weil eben da sozial bist, dann bist du ja den ganzen Tag freundlich mit allen und geht und so. Und am Abend darfst du ein Arschloch sein. Oder? Also hat mir irgendwann ein FDP-Politiker von Fischbeck gesagt, der jetzt in einer Schule ein gutes Projekt hat, hat mir gesagt, und das ist bei den Blauen, dass man auch gesagt hat, eben, beim Arbeiten bin ich sozial, aber nachher, sonst Blau. bin ich immer Super der Blau. blau. Ja, nein, das ist Ja. das. Und Grüne, ich bin schon ganz lang recht, also vor allem 20 Jahre, bin ich recht stark Grüne gewesen. Ja, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht auch nur für die Eltern zu ärgern und so. Wahrscheinlich auch. Und so. Und dann ist ich halt vieles automatisiert. Vieles, also ich probiere bewusst durch das Leben zu gehen, nicht zu viel Fleisch essen. Ich fliege fast nie. Ich habe halt, Familie in Kalifornien. Und da sind wir vor 3 Jahren gegangen. Aber sonst fliege ich eigentlich sozusagen nie. Und habe vor allem gemerkt, dass jetzt gerade hier in Europa bist du oftmals softer unterwegs, wenn du den Zug nimmst. Und jetzt gibt es, glaube ich, so wieder ein bisschen mehr Nachtzig. Eine Zeit lang sind die ja recht hart gewesen. Verschwunden. Aber eben zum Beispiel auf das Wien gehen, ist viel witziger, am 8. in den Zug zu steigen am Abend und am Morgen um 8. Bist anzukommen, im da, Depp genau, auf, ja. los, war irgendwie im Flugzeug am Nachmittag um 2 anzukommen und dann ist auf einen halben Tag verloren. Genau, ja. Also es ist nicht immer, es geht schneller, ist nicht immer Das ist schneller. nicht immer schneller, nicht So, und vor allem hat man nachher, super Begegnungen ja, im Zug genau, noch und ja. so. Und ja, ich hoffe einfach, dass es eh viel mehr Nachtzug wieder gibt Ja. und so. Und ja, nein, vor allem aber Pflege probiere ich zu vermeiden. Wir haben zum Beispiel nur ein Auto, obwohl wir eben zu wohnen. Ja, alles ein bisschen so Sachen. Bioprodukte Ja. finde ich, weil wir viel zu viel haben, dass sie alles gleich haben. Aber ich habe das Gefühl, ja, es macht schon einen Unterschied. Oder halt, hier Fleisch, aber hier Skizze zu kaufen, hier vom Dorf. Genau. Ja. Einfach Sachen vor Ort. Ja, das ist Ich glaube, saisonal noch und fast wichtiger war regional. Bio einfach vor Ja, Ort. das ist auch Kurze ganz. Wege. Es macht mehr Sinn, ich Ja. sage euch, wenn ein Walliser Äpfelsaft hast, nehme ich euch eher der als der Bio, wo von Rostwitz kommt, weil das Genau. ja nie Ja, oder? der Das Weg ist der. und. Ja, Ist ja so. das, aber dass man die ganzen Aspekte Genau. gerade. Und ich glaube, man tut sich auch etwas Gutes. Ich glaube, als wir Kind waren, ist sehr vieles sehr natürlich gewesen und so. Mit viel aus dem Garten und so. Und ich glaube, es ist ganz einfach, wir müssen einfach wieder da ein bisschen zurück. Das ist Und da so. gehört auch dazu Depotflaschen und so weiter, dass man das wieder einführt. Das haben wir alles vergessen, aber dass man wieder so ein bisschen die ganzen Sachen verkürzt. Und ich glaube, es ist ein bisschen eine Bewusstseinssache. Es ist einem egal, was Ja, passiert. das Und ich ist. glaube, ich hätte 2 Buben. Ja, ich möchte einigermassen, dass die eine gute Welt vorfinden. Schon das ganze Thema vom Bauen, von der Raumplanung, ist natürlich für viele schwierig, wenn jetzt das umgezont wird und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, wir brauchen nicht frische Kinder, nur noch mehr Hirschen, wir brauchen, glaube ich, so intakte Landschaft und so. Ist, glaube ich, auch viel Sehr wert. wichtig, ja. Oder wie mein Papa jetzt vor nicht lang gesagt hat, da zu Alpen, der Acker, hat er immer etwas bauen. Und jetzt seht ihr auf das Mal auf, ich habe eine schwierigere Zeit, vielleicht müssen wir dann mal wieder etwas abpflanzen. Jetzt will er nicht mehr bauen. Das ist Das könnte ihnen sein. Ja, das ein stimmt, ja. fantastisch genügter Prozess. Weißt du, zu sagen, es ist nicht so stabil, wie wir meinen, und es kann auf das Mal wieder ganz schwierig werden. Und dann bist du vielleicht wieder mal froh, wenn du ein paar Sachen Ja, oder weil wenn etwas du das letzte hast. Mal verkauft hast, wo willst du den Herdäpfel abpflanzen, oder? Ja, Das ist schon so. ja, Es ist ja. das hat etwas.
Aber so ein bisschen das Bewusstsein. Was wählen wir für eine Welt? Was wählen wir? Ist ein Kind für eine Welt hinterlassen? Und lange habe ich das Gefühl, ich kann aus dem Selling nicht Ski machen. Aber ich habe das Gefühl, wir haben euch noch jetzt eine Verantwortung, das so gut wie möglich noch in Ordnung zu tun, was wir euch jetzt an den Schaden angerichtet haben. Also, ja. Probieren. Immer ein bisschen probieren. Das ist wichtig. Jeden Tag ein bisschen dranbleiben. Mhm. Jetzt so, Sozialpädagog hast du gelernt. Sozialarbeiter, gell? Ich als Sosi, ich gebe es ja immer um den Stutz. genau. Müsstest du noch arbeiten? Oder könntest du, die Eltern sagen immer so, du musst etwas Richtiges machen. Aber du hast einen Beruf gelernt. Oder Musiker, Künstler und so. Das ist ja immer so ein bisschen Halifaris oder echt nichts Richtiges. Und von dem kannst du nicht leben. Mhm. Könntest du jetzt du aber als Walliser, kann ein Walliser von der Musik leben? Oder du? Oder, Also sicher nicht voll. Also mittlerweile, ich habe lange gesagt, die Unterwalliser sind Profis und sie eins und ich sind Pfeifen. So. Und mittlerweile vom Aufwand, den ich betreibe für die Band, sind das als Teilzeit. Mhm. Also, ja. Frag mich. Mhm. Es sind Prozent aus der Rücken, aber es ist ein recht Aufwand. Aber zum Leben lenkt es nie. Ja. Aber jetzt sind Profis, die haben viele Projekte und die haben natürlich Stunden. Mhm, okay. Also müssen mit dem Leben entscheiden. Könntest du noch genau machen. Genau. Ja, klar. Müssen wir da. Aber dann müsst ihr halt auch wirklich auch Musik lehren. Ach so, ja. Ja. Aber sonst, es gibt, glaube ich, auch die wenigsten, die das in der Schweiz kennen. Jetzt, gerade im Sektor eben Pop, Rock und so. Ich glaube, ich habe mal mitbekommen, dass der Kuno Launer auch interessiert ist, Sozialpädagog zu machen. Das habe ich so ironisch gefunden. Ich meine, der grösste Rockstar von der Schweiz. Und noch eben, wir müssen eine Ausbildung machen. Ja, ja. Aber das macht die Schweiz so aus. Und ich denke, ich will da nicht nur Musik machen. Also ich glaube, meine Arbeit als Hausmann, also ich bin ganz klar ein grosser Teil Hausmann mit meinen Kindern. Das gibt mir, glaube ich, halt einfach den Stoff und das Material für die Songs zu machen. Ja, es behaltet die wahrscheinlich nicht mit zum Boden. Ich meine, wenn jetzt der ganze Musiker wirst, das ist, also der ganze Tag kreativ, es ist auch anstrengend. Und irgendwie haben wir jetzt das Gefühl, ey, da fährt es dir von Dampf und du kannst auch spinnen. Und, aber du kennst das, gut, ja, ja. Du warst aber sehr vielseitig und unterwegs. Ja, das ist jetzt schon gut, wenn man nebenbei aber noch so ein bisschen einen Job hat, oder eben, was haben wir mal einig gesehen, wenn es gut gehst du noch sie ins Dorf, du bist mit den Leithängern dann bleibst du auch noch so teilen mit auf dem Boden, oder? Ja, ja. Aber sonst, wenn du ganz nur im Atelier bist, dann ist schon die Gefahr, dass du abdriftest, oder irgendwas wie. Ich habe das viel zu Bären gemacht, als ich zu Bären gewohnt habe. Bin ich viel bewusst auf Bühne geblitzt, in irgendeinem Trackerspund oder so. Weil ich, der Bär ist da nicht verkehrt, hast viel eben Sozialkunst so gewesen. Und sie haben jetzt wirklich die Nase voll von dem und bin dir bewusst eben, dass ein bisschen, was ist das Leben und wie sieht das wirklich aus? Und uns geht es ja sehr gut, aber es gibt ja noch halt die, was nicht so gut geht. Und wie sieht von denen die Wirklichkeit aus? Und so. Also das probiere ich halt dann zu viel, das darf man nie vergessen. Das ist ja so. Auch hier in der Reich Schweiz, dass einfach ein Anteil der Leute gibt, die in Armut lebt und so. Und die schämte sich umso mehr, weil es aber ein allen hier sehr gut geht. Und verzichtet auf Sozialhilfe und weiss nicht was. Und viel Scham umeinander und so. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, wenn man über eure Politik, Sozialpolitik redet und so weiter. Über ein Asylheim, Marcel auf Brico und so weiter. Das hätte man, glaube ich, vielleicht den Anteil nie vergessen, wie gut das ist, geht und was wollen wir eigentlich von dem Wohlstand, den wir haben, euch vielleicht teilen. Das ist für mich so. Ja. Das ist für mich vielleicht auch christlich Gedanken. Genau. So, wir sind christlich aufgewachsen, haben Werte damit bekommen. Und das sind also die Werte, die mir ganz stark geblieben sind. Also, dass wir das Teilen, Einfühlungsvermögen, Empathie, einfühlen sich in anderen,
Gemeinschaft ja. natürlich auch. Also für mich ist es auch immer, die Kirche ist immer sehr so Gemeinschaft gewesen, eben zusammen, ja. so, also die Werte, ja, also die halt auch, ich muss mich wieder daran erinnern. Ja. Und, ja, die bleiben, ja. das ist wie quasi der Anker, wo der Wasser genau. sie mal da hat, oder? Ja, ja, das ist wirklich, ja. ja. Jetzt letzte Frage, aber wenn wir zurück zur Musik gehen. Wir haben von Enz viel besprochen. Aber wir sind ja hier Ische Hänger, das ist ja nicht ein Walliser Podcast. Wenn wir jetzt Ische ja. Musikszene hier anschauen, wir haben jetzt die Genderbüben, die kommen recht gut, also die haben schon eine rechte Berühmtheit gerade. Wie berühmt bist du und warum sind die Beine, also der Berner Dialekt, sind einfach Zürcher weniger, es kommt zwar auch, es ist eine rechte ja, Bewegung da, aber Walliser, wir sind ein Hansrüdi, aber es ist, es hat uns noch, Sina natürlich, Sina. Das ist ja, aber sonst hat es uns noch niemand so. Die schönsten Lieder von der Stefanie sind auch eigentlich die Walliser, die ich kenne mal nicht genau. so, ja, aber ich habe mit der Sina eben zusammen ja. im Duettalbum ja. eins, zwei gemacht, mit dem Stück Erika. Und ich hatte ganz damals hat Dani Blatter für Skiene geschrieben. Da sind wir beim Dani Blatter, der für mich wirklich, den ich liebe, was der macht. Ja, super Musik ist sehr so, schön. Ja. Gabaret-mässig, ja. das was jetzt wechselt wurde und Totschlag, ja, genau. finde ich auch bei uns, wie sie Sachen einfach auf die Bühne bringt. Und ja, ich glaube, sehr vieles kommt immer zurück auf die Bühne. Weil so, immer ja, sagt ja. das. Aber ich habe das Gefühl, zu alles ist eine Geschichte, recht gut, also nicht nur für Jololo-Songs. Gröhlen kann man sehr gut für alles im Titsch. Das ist alles schön. Ja. Aber das ist wie Hans Rüdi mir einmal gesagt hat, eigentlich das läuft noch mehr. Ja. Mit dem Song wollte ich eigentlich eher so etwas, etwas Nachdenkliches ja. machen. Ja. Der Mann, der daheim genau. kommt und die ja. Frau ist halt mit dem anderen ja. im Bett. Und ja, so. Wohl, genau. Das ist nicht wirklich lustig. Ja. Genau. Und, so. Und das hat sich halt so eine Jololo-Lied entwickelt. Ja. Aber ich habe das Gefühl, alles, das kann man ja anders. Aber Dani Blatter zeigt, dass ja, die Mundart-Sachen. Und wegen Bekanntheitsgrad, das ist noch schwer zu sagen. Also ich glaube, wir sind nicht so bekannt. Ich glaube, es ist auch damit zu tun, dass es ist so viel unterwegs ist. Es ist so viel umeinander. Und wenn wir jetzt Bären spielen, sagen viele Lieder so, ja, ihr seid sicher eben Stars im Wallis, ihr seid sicher nicht Zürich West vom Wallis. Ja, ja. Wir sagen, ja, bedingt, bedingt. Und so. Aber nein, wir haben eine sehr schöne Plattentöpfe gehabt, das Balcier im November. Und das ist lustig, das sind natürlich die Balcier, sind ganz viele einfach gekommen, weil jetzt im Dorf mal etwas ist. Genau. Und da haben wir sehr viele Feedbacks bekommen, einfach was ich gesehen habe, noch nie viel gehört und so, aber es ist, wir haben schön Abend gehabt, so. Und man sich wie am Erschaffen, es kommt immer, glaube ich, man muss einfach gehen. Und vor allem müssen wir live spielen, weil das im Radio, im Ding, das, wo man and ist, es ist so übersättigt, dass es bekommen die Leute kümmern mit. Und umso mehr habe ich an den Leuten gefreut, die mir sagen, wow, wir hören auch immer, oder eben das Berner Pärli, das ist in die Hochzeit dort geladen, was sagt, wenn ich in Bellwalder Schale immer noch ins Wallis kommen muss, wir wollen es sehen. Und was ich merke, so, ja, das ist vielleicht so also eine andere Sorge, aber wir Musiker sind, glaube ich, recht respektvoll miteinander unterwegs. Also ich finde zum Beispiel das, was der Suma von Dämpflers macht, sehr gut, weil die einander immer wieder Feedbacks geben, wenn wir am Öffnen sind. Eben der Dani Blatter und so Sachen, die man halt verfolgt und sie auch zusammen halt immer Sachen macht, einander gegenseitig einladen oder so. Ja. Aber ich glaube, es gibt nur einen Weg, einfach zu Leuten gehen. Gehen spielen, Musik machen. Und dann sind wirklich zwei, drei wieder, die finden, oh, das ist schön. Aber der wächst das, oder? Reis und Grieser. Ja. Ja, ich habe doch noch gefragt. Ich höre irgendwie, wir laufen hier, wir sind schon ziemlich lang drinnen. Aber in diesem Interview im Schweizer Fernsehen hast du eben wegen der französischen Lieder, ist ja dir, ist das quasi wie ein Brückenschlag, oder? Wo du
Weil es ist wirklich so, es ist wie ein bisschen Grenzen zum Teil. Ist dir das gelungen mit deiner Musik, der Brückenschlag? Aber wie hast du es mit Unterwalliser? Ich meine, ich ist enger, der ist immer meistens Oberwalliser. Oui. 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 Nein, sehr. Also einfach schon nur... am Anfang waren wir eben Syrer, zwei Oberwalliser. Nein, am Anfang waren wir drei Oberwalliser und ein Syrer. Und mittlerweile sind zwei Unterwalliser und zwei Oberwalliser. Und wir spielen halb-halb in der Romandie, in der Weltschweiz und in der Deutschschweiz-Wallis. Also da ist das total gelungen. Wir werden euch halt viel eingeladen, wenn es um Bilang-Themen geht und so weiter. Aber es gibt auch die schöne Sendung Wallywood auf Kanal 9, wo Ober- und Unterwalliser Jugendliche Filme machen und so, und das juriert wird. Da werden wir euch eingeladen worden und so weiter. Also wir sind schon, jetzt das Label von dem verbindenden Ding. Also ich glaube, es ist recht wahrgenommen worden und nicht gelungen. Super. Also, neue Festivals, ein Pulp-Festival, viele vom Oberwallis kennen das nicht, aber geht das mal schauen, das sind den ganzen Sommer ab irgendwie 40 Veranstaltungen in verschiedenen Musikstilen, an verschiedenen Orten, auf Alpen, Zeiten bei der Burg, auf der Grand Place Martini, im Bagnertal, am Stausee. Und wirklich ein wunderbares Festival. Und da haben wir mittlerweile auch fünfmal gespielt. Und ja, da ist sicher so. Ja. Und durch das, dass ich gesehen, dass Oberwall, gute Sachen im Oberwalliser gibt, haben da auch mittlerweile die Musiks die Rudi Futscher und Dämpflers und so gespielt an dem Festival. Ja, kulturell funktioniert das sehr gut. So, der Austausch. Ja, super. Und wir sind sicher da ein bisschen wegbereiter von dem, dass da wirklich ein Dialog stattfindet im Musikbereich. Sicher auch wichtig, oder? Ja, ich glaube, von dem her, also wenn ich hier meine Liste anschaue, haben wir super viel können besprechen heute. Wichtig ist natürlich jetzt noch, was geht ab. Wenn gesehen werden, der Walliser Seema das nächste Mal live, oder hast du irgendetwas? Ja, das ist aber wichtig, dass er alle ans Konzert geht von Walliser Seema. Nächster Termin? Ja, die Berner, die zuhören, die Berner Walliser. Also am 3. Februar sind wir in der Mahagany Hall zu Bern. Das ist natürlich sehr Ehre, weil das ein legendärer Club ist. Wo ich mich sehr darauf freue. Nach von Luzern Walliser sind wir zu Horb in der Kulturmühle am 17. März. Nach in der Hotel Glocke zu Reckingen. Die machen auch mittlerweile schöne Kulturanlässe. Und natürlich das Kellertheater, wo wir mit Charlotte Bach fahren. Das ist eine Unterwalliser Rockband, die wunderbar ist. Und etwas, was ich ganz fest freue drauf, ist im unterirdischen See, St. Leonard, werden wir euch spielen. Das sind so die nächsten Sachen, die anstehen. Aber ihr findet das alles eben für alles gesehen auf der Website. Super. Ja, in dem Sinne danke ich dir für deine Zeit, für du für mich gekocht hast. Wirklich schön gewesen und einen flotten Hänger gehabt. Ja, sehr. Flott gewesen. Merci, Gott. Ja, merci. Und ja, dir viel merci mal, denen, die zuhören, dass die Schicht Zeit nehmen, eben zu hören. Ja. Schicht Zeit nehmen für Sachen. Und ich glaube, das ist eine Qualität, wenn man sich Zeit nehmen kann, nicht nur irgendwelche TikTok 30 Sekunden anläuft. Genau. Das stimmt, ja. Ja, wichtig ist, dass, aber wie gesagt, deine Musik muss geteilt werden, der Ige Hänger, der Podcast allgemein, dass man das auch Social Media technisch teilt, schlachtet, macht, dass das viel kehrt. Aber wenn niemand zugelassen hat, haben wir es gleich flocken, gell? Sehr, sehr. Das ist immer ein Radio erfunden, ohne Zuhörer. Sehr schön. Ja, gut, danke dir vielmals. Ja, dir auch.